Hallo, herzlich willkommen bei Shelog und zurück zum Let's Play von The Long Dark. Ich habe hier gerade nochmal auf Pause stehen, weil ich, wie gesagt, nicht weiß, ob sich Fluffy hier rumtreibt. Es ist ja recht wahrscheinlich. Ich werde jetzt auch gar nicht erst versuchen, auf sie zu schießen. Denn die ist ja wahrscheinlich da unten. Da unten ist es zu dunkel. Vielleicht kommt sie hier hoch, aber trotzdem, ich werde mit ihr kämpfen. Wo kann man hin? Und dann halt meine Wunden verbinden. Und ein bisschen hier bleiben. Und dann ist ja sowieso das nächste große Ziel, dass wir nochmal zurück in die Schlucht gehen. Uns das Seil holen. Und dann mal diese eine Stelle runterklettern, um zu gucken, wo es dahin geht. Ich weiß, ich müsste jetzt hier nicht die ganze Zeit das Licht anhaben, aber ich fühle mich irgendwie ein bisschen besser, wenn es leuchtet. Nicht, dass Fluffy sich davon überzeugen lassen würde, mich in Ruhe zu lassen, aber sie macht es auch wieder spannend. Kaban. Wenn sie da ist. Also, es ist mir jetzt schon öfter passiert, dass sie nicht da war. This could be really useful. Und ich meine, ich hätte mal was von einer 90-prozentigen Chance gehört, dass sie hier ist. Und ich hätte gedacht, im Stalker-Modus ist das sogar noch mal höher. Oder die ist mittlerweile überhaupt nicht mehr da. Die haben die rausgenommen und finden es nur lustig, den Spielern diese ominöse Angst zu lassen. Da ist sie. Okay. Sie jault jetzt aber nicht so rum, weil hier mehrere Wölfe sind und sie mit denen kommunizieren möchte, oder? Versuche ich doch, sie zu erschießen. Ich sehe nichts. Ich glaube, ich hätte keine Chance, sie zu treffen. Also, es ist ja eh schon schwierig für mich, irgendwas zu treffen. Aber ich sehe ja auch gar nichts. Sehe ich sie hier? Nein. Ich will jetzt nicht in diesen Gang gehen. Das ist ganz schlimm. In diesem Gang, da weiß ich genau, dass sie mir höchstwahrscheinlich entgegenkommt und trotzdem erschrecke ich mich jedes Mal zu Tode. Natürlich nicht wirklich zu Tode, sonst wäre ich ja schon mittlerweile tot, aber ihr wisst, was ich meine. Kommt sie jetzt hierher? Ja, dann eben nicht. Können ja mal in der Zeit versuchen, den Tresor zu knacken. So, wo ist unsere erste Zahl? Unsere erste Glückszahl ist so ungefähr die 53, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Oh, die 52, okay. Dann sind wir jetzt ganz vorsichtig, um nicht unsere zweite Glückszahl noch zu verpassen. 25, okay. Düdüp. Mist, was war das? 37, ne? Okay, also nochmal. Oh ne, hier. Jetzt habe ich die erste. Och Mensch! Jetzt habe ich die zweite Glückszahl auch vergessen. So. Irgendwo im 20er-Bereich, oder? Aha. So. Und 37 ungefähr, ne? Düdüp, düdüp. Haha. Safe Knacker. Hems drauf. Ich werde das jetzt nicht kommentieren. Ich werde diese Mobbing-Attacke nicht eines Wortes würdigen. Hör ich da jetzt ihre Schritte? Nein. Sie lässt sich Zeit. Sie macht es spannend. Ich glaube, wir müssen da doch in den Gang gehen. Müssen ihr doch entgegenkommen. I could use this. Ja, wir können das theoretisch schon gebrauchen, Ray. Allerdings müssten wir dann lernen, besser zu zielen. Speziell du. Ich habe damit nichts zu tun. Eine Notfallspritze. Wisst ihr, was wir hier mal einmal machen können? Die Bartflechte mit unseren Verbänden kombinieren.
Nee. Nein, nein, nein. Hallo? Ich möchte da jetzt bitte wieder raus, danke. Das da. Wir sind müde, das ist schlecht. Fluffy sollte bald kommen. Damit wir nicht zu müde sind, um uns mit ihr zu balgen. Ich fürchte, wir müssen ihr doch mal entgegengehen. Vielleicht trinke ich vorher einen Kaffee. Was war das jetzt für ein Geräusch? Vielleicht trinke ich vorher auch zwei Kaffee. Okay. Wir legen ein paar Sachen in den Spind. Und dann werden wir uns wohl mit ihr schlagen müssen. Wir vergleichen gleich. So, diese Schuhe, die können wir auf jeden Fall kaputt machen. Das sind die gleichen wie die hier, nur in schlechterem Zustand. ...1,2 Kilo Kohle lassen wir auch mal hier zurück. Ja, ich habe es tatsächlich geschafft, dann doch noch die Sachen im Trailer zu vergessen. Mea culpa. Na komm, wir tun hier erstmal unser Material rein. Brechstange, weiß ich gar nicht, ob wir die eventuell... So ein Messer behalten wir auf jeden Fall, um uns mit Fluffy zu balgen. Soll ich versuchen, auf sie zu schießen? Ich meine, ich habe gerade eine Patrone gefunden. Könnten wir dann zum Ausgleich nehmen und sagen, okay, ist dann quasi nichts passiert. Das haben wir gar nicht mal so viel. Ich möchte gerne nicht überladen sein, wenn ich mich mit ihr treffe. Zu einem Date, das ich nicht will. Haben wir hier nicht schon reingeguckt? Nein. Schieße ich? Versuche ich zu schießen? Wäre natürlich schön, wenn sie mir nicht meine Klamotten zerfetzt. Aber ich sehe doch da unten nichts. Wenn ich keine... Das hat keinen Sinn. Ich sehe hier nichts. Wenn ihr mir hier im Flur begegnet, könnte ich wirklich nur blind schießen. Wenn sie jetzt käme. Hundi, Hundi, Hundi! Hundi? Nein, den Gefallen tut sie uns nicht. Sie ist überhaupt sehr unhöflich. Also, jetzt habe ich sie doch aber gehört. Jetzt habe ich sie wieder gehört. Ah, da ist sie. Jetzt klang das Heulen aber viel weiter weg, als der Wolf ist. Hallo? Ma'am? Ich wollte jetzt hier hochrennen. Wo ist sie denn jetzt? Okay, ich habe sie ja scheinbar jetzt getroffen, ne? Verblutet sie dann jetzt? Oder hat sie sich jetzt nur erschrocken? Muss man einmal gucken, ob sie sich verletzt hat. Also Blut ist hier nicht. Vielleicht hat sie ein sehr dickes Fell. Haha, Wortspiel. Okay. Dann... Ach ja, er ist ja müde, um die Zeit zu warten. Habe ich ja gar nicht mehr. Vielleicht blutet sie ja nur so nicht und stirbt jetzt trotzdem vor Schreck oder so. Könnte die hier durchspringen? Das wäre cool, ne? Das wäre ja voll die Riesen-Super-Aktion. So.
Guter Mann. I'm gonna have to leave something behind. Sie sind ja wie der Weihnachtsmann. Finde ich ja super nett von Ihnen. Ist die jetzt hier hingewandt? Das wäre wohl voll die Riesenaktion. Du stehst hier und denkst, haha, Wolf auf der anderen Seite und kommt er da durchgesprungen. Das wäre irgendwie voll badass. Also eigentlich wäre es zu unserem Nachteil, wenn das passieren würde, aber irgendwie wäre es auch badass. Ah, da ist sie wieder. Oh ja, jetzt ist sie sauer. Jetzt ist sie sauer, 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 sauer. Wir sollten ihr jetzt aus dem Weg gehen, glaube ich, aber ich kann nicht rennen. Genau, flüchte bitte irgendwo hin, wo du in Ruhe verbluten kannst. Damit du uns jetzt nicht weiter, du weißt schon, auf die Nerven gehst. Huhuhu, das war knapper, als mir lieb ist. Ich hoffe wirklich... Scheiße! Oh, ich dachte schon, die greift wieder an. Shit, sie greift wieder an. Shit! Oh. Ich dachte, jetzt bringt sie uns um. Shit, das war schon wieder mit unserem letzten Bartflechtenverband. So ein blöder Mist. Blöder Wolf. Oh, aber okay, wenigstens ist sie jetzt tot. Oh. Guck mal, ich habe doch jetzt extra das Messer eingestellt gehabt. Scheinbar merkt er sich das doch nicht. Gut, dass ich jetzt drauf geachtet habe. Unsere Kochenfähigkeit ist jetzt noch nicht so gut, ne? Machen wir trotzdem ein bisschen Fleisch? Nee, nee, nee. Das können wir jetzt nicht gebrauchen. Unsere Condition ist schon sehr niedrig. Ja, wir gehen jetzt mal nach oben. Da ist vielleicht auch nicht mehr ganz so dunkel. Na gut, eigentlich ist es da wahrscheinlich genauso dunkel. Weil es wahrscheinlich gerade draußen dunkel wird. Mhm. Ist jetzt sehr ärgerlich. Mal gerade wieder irgendwas zum Wunden desinfizieren. Ich dachte, Fluffy geht jetzt irgendwo ruhig und friedlich verbluten. Und wir sammeln gleich ruhig und friedlich ihre Überreste ein. Aber nein... Madame hat ganz andere Pläne. So, ja, es ist echt doof, dass ich jetzt tatsächlich dann noch die Wolfspelze im Wagen vergessen habe. Aber ich will da nicht zurückgehen. Ich meine, wir könnten jetzt sagen, wir gehen eh nochmal dahin, um in die Schlucht zu klettern. Aber ich will nicht nochmal über die Eisenbahnbrücke klettern. Wirklich nicht. Okay, jetzt haben wir hier oben, glaube ich, tatsächlich alles durchsucht. Wir werden dann jetzt noch mal ein bisschen was in den Spind tun. Too much stuff to carry. Weil Ray sich schon die ganze Zeit ganz furchtbar beschwert. Zwei Äxte brauchen wir wohl. Eigentlich brauchen wir hier im Moment gar keine Axt, ne? Das hier brauchen wir eventuell für die Spinde. Knarre brauche ich jetzt gerade auch nicht mehr. Wir gucken mal einmal... was es mit diesem Kaban im Verhältnis zum Rest unserer Kleidung auf sich hat. Gut, wir haben hier tatsächlich noch eine Stelle frei. Aber nochmal 6%. Wartet mal. Ein Grad Wärmebonus und dafür nochmal 6% Stamina-Malus. Ich weiß nicht. Ich mache ihn mal nicht kaputt, aber ich glaube, ich will ihn jetzt gerade auch nicht anziehen. Also das ist echt blöd. Ich habe das Gefühl, wenn wir nackig sind, sind wir schon sehr nah an der Grenze dessen, was Ray tragen kann. Und ich weiß einfach nicht, ob das so gut ist. Denn manchmal findet man ja halt auch tolle Sachen. So, wir reparieren jetzt mal ein paar Sachen, falls Fluffy sie kaputt gemacht hat. 4 Stunden Tageslicht. Ich hoffe, hier ist dann hell genug. Nach Condition sortieren, bitte. Dieser Pulli hat es nötig. Da
Daumen drücken, dass der Ray das drauf hat. Er hat's drauf. Mit 75% kann ich erstmal leben. Gucken wir mal, dass wir das Tageslicht noch so weit genutzt werden, dass die Sachen, die jetzt unter 60% sind, erstmal wieder in Schuss gebracht werden. Das hier würde ich. Das dauert 1,5 Stunden. Haben wir noch so viel Tageslicht? 3 Stunden Tageslicht haben wir noch. Okay. Reparieren. Sehr gut, Ray. Ich bin zufrieden mit dir. Können wir es jetzt noch mit den Handschuhen versuchen? Und dann sollten wir mal was trinken. Und was essen. Und dann sollte Ray schlafen. So, hier dürften ja jetzt keine bösen Wölfe mehr sein, die unseren Schlaf stören wollen. Oh, die gammeligen Bohnen, da sollte ich noch essen. Die sind schon offen. Und dann trinke ich noch die Limo. Und ich glaube, das reicht dann an Kalorien. Den Rest Durst machen wir mit Wasser. Ist auch, glaube ich, nicht mehr so furchtbar viel Durst. Okay, ja. A hard day's night, würde ich sagen, ne? Wie geht's eigentlich unserem Schlafsack? Warte mal. Braucht der nochmal Zuneigung? Nee, 98%. Ja, ja. Ja, du darfst ja jetzt gleich schlafen. So, ich denke mal, er wird dann jetzt die Nacht durchschlafen, oder? Ich will jetzt nicht zu lange schlafen, von wegen Durst. Aber eigentlich sollte er durchschlafen. Er hatte ja jetzt wirklich einen harten Tag. Die Wanderung durch die Schlucht. Der Kampf mit der echt entschlossenen Fluffy. Die war ja sehr entschlossen, uns noch umzubringen, was? Oh, schlechtes Wetter. Dann gehen wir jetzt dann wohl doch noch nicht zurück zur Schlucht. Mal abgesehen davon, dass wir noch nicht wieder ganz fit sind. Aber das ist kein Wetter, um in der Schlucht herumzukraxeln. Da erkunden wir dann lieber erstmal den hinteren Teil des Damms. So, jetzt kann er schon wieder die Sonne sehen, offensichtlich. Nimm das mal mit. Nein, wir sind nur bei 93%. Gehst du nicht raus. So. Dann erkunden wir jetzt mal den hinteren Teil des Damms. Da finden wir vielleicht auch noch ein bisschen Nahrung. So, die Spinde hatte ich alle, ne? Streichhölzer kann man nie genug haben. Ich weiß, der eine oder andere von euch sieht das anders. Ich nicht. Streichhölzer und Nähsets. Niemals zurückzulassen. Habe ich jetzt den Kaban eigentlich wieder weggepackt? Oh, was hat. Das T-Shirt brauche ich aber nicht, oder? Warte mal. Das T-Shirt brauche ich nicht. Mein gutes wiegt nur 250 Gramm. Wahrscheinlich kaum mehr als das Stück Stoff, was ich jetzt daraus gewinnen kann, aber. Hier sieht man wirklich nichts, ne? Und das liegt jetzt nicht an den Beleuchtungsverhältnissen. Habe ich ja letzte Woche. Irgendwie ist das hier anders mit der Beleuchtung. Irgendwie ist das heller als sonst. Ja, das lag hauptsächlich daran, dass ich eine Lampe mehr anhatte. That'll come handy. Ich schwöre, ich bin eigentlich nicht irgendwie blöd. Ich bin nur manchmal etwas durcheinander. Ach, guck mal, da hat mal jemand Antisept. Danke. Ich danke Ihnen sehr, Sir. Ich nehme mal ihre Lampe, ne? Weil ich noch nicht genug Lampen habe. Ich könnte versuchen, ein Lichterfestival zu organisieren. Laden wir all unsere Freunde ein. Sofort anfangen, Ideen zu sammeln. Und Freunde. Denn viele Freunde haben wir ja noch nicht gefunden. Hm? Die Wölfe mögen uns nicht. Den Bären sind wir egal. Und die Hasen haben Angst vor uns. So, ich gehe jetzt nicht durch diese Tür raus. Denn draußen ist ja gutes Wetter. Nein. Ich glaube, da liegt ein Wetzstein. Gucken, ob ich gleich damit irgendetwas wetze. Ja,
Ich habe meinen Schlafsack wieder mitgenommen. Gut. Das fiel mir gerade so siedend heiß ein. Ich meine, noch bin ich ja nicht ewig weit weg von dem Ort, wo ich ihn zurückgelassen habe, wenn, aber trotzdem. So viele Knöpfe, so viele Kurbeln. Ich darf nichts davon drücken. Das ist irgendwie voll gemein. Ich meine, gut, wer weiß, was für eine Katastrophe Ray auslösen würde, wenn er im Hydrodamm anfängt, Knöpfe zu drücken. Hier ist aber kein Tier drin, oder? Das fände ich jetzt echt doof. Wenn die jetzt hier überall im Damm Tiere einquartieren. Ich meine, von mir aus Hasen und Rehe, die stören mich nicht, aber... Noch ein Wolf muss ich hier nie haben. Und Bären schon mal gar nicht. Das wäre echt der Hammer, wenn sie in irgendeinem Innenbereich einen Bären einquartieren. Herzlichen Dank. Hope nobody needs this anymore. Ein Nesset. Sehr gut. Und Magnesiumfackeln haben wir jetzt auch bis ans Ende aller Tage. Aber die können wir ja hier auch wirklich gut gebrauchen. Bei Fluffy hätte es jetzt keinen Sinn gehabt, sie zu vertreiben. Denn sie hatte ja nicht viele Möglichkeiten, dann vor uns zu flüchten. Hier waren wir. Wäre ein bisschen fies. This will come in handy. Eine einfache Fackel, wie sie seit Jahrtausenden benutzt wird, um die Dunkelheit zu vertreiben. Hält vielleicht sogar Wölfe fern. Naja, wir nehmen erstmal alles mit. Warte, Hass, hasse, warte, Chris, weiße nicht. Ich würde schon gern wissen, ob die hier irgendwas hinter den Kisten verstecken. Anderthalb Stunden. Ich will das jetzt wissen. So. Ach, da steht noch eine Kiste. Ich kann nicht mal auf die Kiste draufklettern, geschweige denn da drunter oder dahinter sehen. Na, jetzt habe ich damit angefangen, jetzt bringe ich es auch zu Ende. Doch. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Jetzt müssen wir erstmal was essen. Nicht, dass er uns noch beim Kisten kaputt machen verdurstet oder verhungert. Ach, ich hätte die Schokoriegel zuerst essen sollen. Jetzt hat er wieder Durst. Dann kriegt er wieder Durst davon. Gab es da oben auch eine Feuertonne hier im hinteren Bereich? Ich weiß das gar nicht. Dann könnten wir uns gleich nochmal Wasser abkochen. Wir haben ja jetzt genug Feuerholz. Dass so eine Kiste kaputt zu machen so lange dauert... Also hier in der Ecke ist schon mal nichts. Hier würde man, denke ich, was sehen. Also das hätten wir uns sparen können. Aber gut, dass wir darüber gesprochen haben. Der obligatorische Rucksack, der hier natürlich liegt.